Heute tippen wir den 26. Spieltag. Ja, Leute, wegen der Corona-Krise ist keine Bundesliga mehr. Aber wir tun einfach mal so, als wäre diese Krise nicht gewesen. Also fangen wir mal an mit dem ersten Spiel Düsseldorf gegen Paderborn. Tippe ich mal ein 1:1. Derby Dortmund gegen Schalke. Oh, sehr, sehr schwierig. Ich denke mal, dass Dortmund das Spiel 2:0 gewinnen wird. Freiburg gegen Leipzig gegen Freiburg in gewinnt Leipzig mit 3:1. Hoffenheim gegen Hertha BSC Berlin. Oh, schwierig. Ich sag mal, Hoffenheim gewinnt das 3:2. Komm, ich sag mal ein spannendes Spiel. Ich weiß nicht, ob ich Köln wieder zutraue, dass sie in der Corona-Krise wieder richtig, nach der Corona-Krise oder vor der Krise, bin ich dumm, dass sie wieder so richtig, richtig geil spielen mit sehr, sehr vielen Siegen hintereinander. Ich denke mal schon, aber gegen Mainz, denke ich, gewinnen sie 2:1. Und ja, Union gegen Bayern München, ich sag, dass Bayern München 3:1 gewinnt. Frankfurt gegen Gladbach 0:0. Wolfsburg gegen Augsburg 1:8. Spaß. Ich sage, es wird ein 1:2. Ich sage einfach, es wird ein spannendes Spiel. Dann Leverkusen gegen Bremen. Leverkusen 1:0. So, das waren die Ergebnisse. Können wir mal hier auf der Tabelle gucken. Bayern ist Erster. Dortmund ist Zweiter. Leipzig ist Dritter. Weiter. Alles klar, das wäre schlimm genug. Vierter ist Gladbach. Fünfter ist Leverkusen. Leverkusen kann mit einem Sieg oder mit einem Unentschieden Gladbach nicht gewinnen. Überholen. Oder wenn Gladbach unentschieden spielt und Leverkusen gewinnt, kann Leverkusen sie überholen. Wolfsburg ist Sechster. Nice, Mann. Siebter ist Hoffenheim. Achter ist Schalke 04. Neunter ist Freiburg. Köln ist 10. 11. ist Union. 12. ist Frankfurt. 13. ist Hertha. 14. ist FC Freiburg. FC Freiburg, bin ich dumm. Auf den 14. Platz ist FC Augsburg. Auf dem 15. Platz ist der erste FSV Mainz 05. Fortuna Düsseldorf ist auf Platz 16 auf Relegationsplatz. 17. ist SV Werder Bremen. Und 18. Platz ist Paderborn SC07. Das war's auch mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in den Kommentaren eure Tipps. Und das würde mich sehr freuen. Und ja, ciao. Mir ist gerade aufgefallen, dass Bayern und Leipzig die gleiche Toranzahl haben. Ja.